Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr sicherlich schon am Titel erkannt habt, heute geht es um das Thema Kopftuch. Ja, viele von euch waren verwundert, verblüfft oder ja, haben es nicht ganz verstanden, warum denn plötzlich auf einmal ja auch unsere jüngeren Töchter, die vier Mädels von den Sechslingen, denn jetzt auf einmal das Kopftuch tragen. Deswegen dachte ich, ich mache so ein kleines Video dazu. Ich habe erstmal selbst ein bisschen Zeit gebraucht, um das Ganze zu verdauen, denn ja, mich haben die Mädels nämlich auch überrumpelt. Und bevor ich dazu komme, wie denn das Ganze entstanden ist, dachte ich, ich erzähle euch auch mal kurz so meine Geschichte, auch die von meiner Großen, die kennt ihr ja schon, die trägt ja auch schon seit mehreren Jahren das Kopftuch, und dann komme ich mal zu den Kleinen, denn ich finde, darin kann man auch erkennen, wie unterschiedlich eben die Beweggründe oder ja, einfach die Geschichten hinter einem Kopftuch sind. Und deswegen dachte ich, ja, fange ich mal erstmal an, vielleicht ganz kurz zu erläutern. Ich will versuchen, das Video nicht ganz so lang zu machen, weil ich habe immer so viele Dinge im Kopf, die ich dann gerne loswerden will. Ich habe immer Angst, weil ich dann immer sehr abschweife. Aber ich will nicht vom Thema abweichen und werde es ein bisschen kurz und knapp halten. Für diejenigen, die sich gar nicht mit der Religion Islam auskennen oder gar nicht wissen, warum wir ein Kopftuch tragen, vielleicht mal kurz einfach mal zur Info. Die Kleiderordnung bzw. die Bedeckung bzw. Kleiderordnung im Islam, die gilt für beide Geschlechter, also auch die Männer haben eine Kleiderordnung, sowie die Frauen. Ob man sich daran halten möchte oder nicht, ist für jeden selbst überlassen. Es ist, ja, es gibt halt Pflichten und Regeln in der Religion, und ob man diese dann ausübt oder nicht, entscheidet man halt als Person selber. Das heißt zum Beispiel das Beten, das Spenden, das sind alles Dinge, die macht man ja selbst, die macht man ja für die Religion, weil man es ausleben möchte und nicht für andere Menschen. Und das ist immer ein bisschen schwer zu begreifen, deswegen will ich das, wie gesagt, es ist eine allgemeine Pflicht. Ja, für Muslime gilt. Ob man die aber dann ausübt, wie gesagt, ist jedem selbst überlassen. Deswegen gleich ganz groß eben kein Zwang in der Religion. Denn wenn ich etwas in meiner Religion tue, dann mache ich das eben für Allah, für Gott, weil ich eben diese Religion ausleben möchte und das für ihn halt machen möchte und nicht für andere Menschen. Das ist so der Hauptpunkt, und ich weiß, es werden sich viele verirren in diesem Video, so wie auch in meinem Konvertierungsvideo. Es gibt Menschen, die fühlen sich immer getriggert, ja, anhand des Titels oder des Bilds dann herzukommen und seine Meinung, die er irgendwie durch die Medien vermittelt bekommen hat oder von was auch immer, von wo, meinen, die immer anderen aufdrücken zu müssen, der ist hier fehl am Platz. Also wer sowieso beleidigt, wird sowieso gemeldet hier und blockiert, gelöscht, was es auch immer alles hier gibt bei YouTube, ne? Also macht euch nicht die Mühe. Wir sind hier, wir können uns super gerne austauschen. Ich bin selbst konvertiert, das heißt, ich habe später zum Islam gefunden. Ich kenne die Fragen, die Nicht-Muslime haben, deswegen habe ich immer Verständnis dafür, wenn man so Fragen stellt. Ich weiß, dass viele Muslime sich oft schnell angegriffen fühlen, wenn man sie was fragt. Und ich kenne halt diese andere Seite, weil ich weiß, wie das ist, diese Fragen zu haben, und dass man oft halt gar nichts Böses dahinter meint, wenn man diese Fragen hat, sondern es ist halt einfach dieses Unwissenheit, die man besitzt. Deswegen bin ich hier. Und ich kann euch halt nur unsere Sicht und unsere Erfahrung und ja, ein Teil aus unserem Leben zeigen, ja, wie andere Menschen leben, wie sie ihr Leben gestalten, wie sie ihre Religion ausleben. Die ist meist sehr individuell, und das kann man halt nicht immer mit jedem vergleichen. Klar, wir Muslime, wir haben alle die gleichen Regeln, dennoch, wie gesagt, sind wir Menschen sehr, sehr unterschiedlich, und obwohl wir Regeln haben, sind wir nicht perfekt erschaffen. Ja, wir sind mit Fehlern erschaffen worden und wir müssen halt daraus lernen. Und nur weil jemand jetzt Moslem ist, heißt es nicht, dass er der perfekte Mensch ist. Nur weil jetzt jemand, eine Frau ein Kopftuch trägt, heißt sie nicht, dass sie gläubiger oder besser ist als eine Frau ohne Kopftuch. Das sind so Punkte, die finde ich immer ganz wichtig und die will ich halt auch betonen. Keiner ist halt besser als der andere. Jeder ist für sich selbst verantwortlich und für sein Handeln. Ja, und wenn ich zum Beispiel einen Fehler begehe, dann begehe ich den Fehler halt
als Mensch und nicht als, als Religion. Ja, also das sind so eine Beispiele, die finde ich halt immer sehr, sehr wichtig, weil gerade in der heutigen Zeit wird ein sehr falsches Bild durch die Medien vermittelt. Ja, und oft ist es irgendeine Person, die irgendwas macht, wird immer die Religion in den Vordergrund gedrängt. Und das finde ich halt immer sehr traurig und sehr schade. Denn wenn, wie gesagt, wenn ich einen Fehler mache, dann ist nicht die Religion daran schuld, sondern ich einfach als Mensch, der einfach Fehler haben kann, und man kann sie halt eben bereuen und man hat immer eine zweite Chance verdient und man kann sich immer ändern und verbessern und man lernt aus Fehlern, man entwickelt sich, man verändert sich. So ist einfach, ja, der Mensch. So, und bevor ich noch weiter ausschweife, fangen wir mal erstmal an. Ich wollte euch einmal erzählen, zum Beispiel, was meine Beweggründe waren, sich für das Kopftuch zu entscheiden. Und zwar bin ich ja, für die, die mein Konvertierungsvideo nicht gesehen haben, da könnt ihr gerne reinschauen. Das verlinke ich euch dann in der Infobox nochmal. Schaut da gerne rein, falls es euch interessiert. Und ja, deswegen lasse ich den Teil jetzt raus und komme einfach mal dazu, was mein Beweggrund war, das Kopftuch zu tragen. Bei mir war es halt eben so, ich bin ja dann konvertiert zum Islam. Ich habe dann halt eben die Religion gelernt, immer mehr geforscht, und das war halt einfach diese Zeit, wo dieser Glaube innerlich in mir gewachsen ist. Das heißt, dieser Glaube, der war nicht von heute auf morgen da, sondern das war ein Prozedere. Und es kam halt immer mehr, immer stärker bis dato, wo ich mich einfach ganz anders gefühlt habe. Also ich habe mich innerlich wie ein anderer Mensch gefühlt. Ich habe innerlich gemerkt, ich bin nicht mehr die gleiche. Also ich habe wirklich so das Gefühl gehabt, so innerlich mein Denken, alles hat sich so verändert, so um 180 Grad einfach so eine Wendung gemacht, und ich habe mich innerlich einfach so anders gefühlt. Ich habe auf einmal ein ganz anderen Blick für mein Leben, für die Welt, für alles einfach gehabt, und für mich war es dieser Zeitpunkt, wo ich dann plötzlich diesen inneren Drang hatte, einfach diesen Glauben nach außen zu tragen. Weil ich hatte dieses Gefühl so die ganze Zeit, ich bin nicht mehr die Roxana, die ich ja in dem Zeitpunkt 18 Jahre lang war. Ich habe mich einfach wie ein anderer Mensch gefühlt, und für mich war das halt einfach dieser Punkt, wo ich gesagt habe, ich möchte das Kopftuch tragen, weil ich bin halt einfach nicht mehr die gleiche. Ja, es war natürlich auch der Entschluss zu sagen, ich möchte die Religion ausleben, für die ich mich entschieden habe. Ich möchte mich so gut ich kann und mich inshallah stets verbessern, und das endet auch nicht. Ich bin immer noch so, dass ich mich stets verbessern und immer mehr dazulernen möchte, und das ist einfach ein Prozedere eines Moslems, das endet nie. Man soll sich immer stets verbessern und stets weiterentwickeln. Aber ja, für mich war das einfach dieser Punkt, wo ich einerseits klar gesagt habe, ich möchte alles, was dazugehört, zu der Religion einfach ausleben, und dazu gehört einfach auch die islamische Bedeckung, ja, aber auch eben das, um nach außen zu tragen, ich bin ein anderer Mensch. Und das war halt für mich dieser Punkt, dieser Beweis, so, ich bin Muslimin geworden. Das war damals halt meine Beweggründe, das Kopftuch zu tragen, und Alhamdulillah, bis heute bereue ich es kein bisschen. Dann sind wir später irgendwann Eltern geworden, hatten dann ja unsere 8 Kinder, darunter eben 5 Töchter. Ja, Maryam war ja die erste, sie war 10 Jahre alt, als sie dann plötzlich mit dem Thema Kopftuch ankam. Ich sag mal jetzt einmal so, also bei uns die Erziehung, also jeder erzieht seine Kinder anders, ne? Und jeder ist auch da anders, und für mich ist zum Beispiel in der Erziehung bei meinen Kindern, was die religiöse Erziehung angeht, finde ich es zum Beispiel super, super wichtig, dass meine Kinder einfach Wissen haben. Und Wissen ist für mich das Wissen, was es für Religion auf dieser Welt gibt. Und ich finde es halt einfach total schade. Ich weiß ja nicht, wie es in anderen Städten ist. Das könnt ihr mir mal gerne schreiben. Aber ich habe halt nur die Erfahrung hier in Berlin. Hier in Berlin ist es ja, ist man ja bis zur 6. Klasse in der Grundschule. Ab 7. Klasse ist man in der Oberschule. Und hier ist es einfach so, dass es in der Grundschule einfach nur die Wahl gibt zwischen Religionsunterricht und dem Ethikunterricht. Und ich finde es einfach schade, dass es keinen Unterricht gibt, einfach der heißt Religionsunterricht, und wo dort dann einfach über alle Religionen gesprochen wird. Weil ich finde, es gehört zur Bildung. Ich möchte gebildet sein, indem ich zum Beispiel weiß, was ist denn der Buddhismus? Wie sieht denn der Buddhismus aus? Wie leben Menschen, die sich für diese Religion entscheiden? Wie ist das Judentum? Wie sind alle Religionen entstanden? Wo ist der Ursprung? Was ist der Unterschied zwischen dem Judentum, dem Christentum und dem Islam? Ich finde, das gehört einfach zur Bildung, und ich finde, jeder Mensch sollte einfach ja das Recht haben, das zu wissen. Deswegen finde ich es ganz besonders
besonders wichtig und für mich war es halt einfach auch ganz besonders wichtig, gerade weil auch meine Kinder eben wissen, dass ihre Großeltern zum Beispiel Christen sind und was sind die Unterschiede und das war mir halt einfach zu Beginn total wichtig, denen zu erzählen, genauso die Unterschiede zwischen unseren Feiertagen, die Kinder hören super, super gerne zu, wenn ich denen erzähle, wie denn unser Weihnachtsfest war und es auch nochmal ganz anders war in Polen, zum Beispiel Weihnachten zu feiern, wie man das hier in Deutschland kennt und so weiter, deswegen, das sind alles solche Dinge, die einen Menschen einfach bereichern, also Wissen bereichert einen und deswegen finde ich das immer wichtig zu wissen überhaupt, also nicht einfach so, ja, das ist unsere Religion, das ist deren Religion, die sind das, wir sind das, sondern einfach, ja, das ganze Menschliche zu begreifen und einfach, ja, woher alles entstanden ist und was die Unterschiede sind, das finde ich halt ganz besonders wichtig und klar, die Kinder sehen einfach an uns, die sehen ja, wie wir die Religion ausleben und lernen automatisch von uns. Und zum Beispiel jetzt das Thema Kopftuch, klar, also die Kinder oder beziehungsweise damals dann Miriam hat es ja an mir gesehen, dass ihre Mutter ein Kopftuch trägt. Trotzdem war es halt immer so, dass ich da halt nie ein Thema draus gemacht habe. Ich war immer der Meinung, wenn da das Interesse kommt oder Fragen kommen, dann warte ich einfach, bis mein Kind dann damit ankommt. Ja, bei Miriam war es dann zum Beispiel so, dass sie schon mit 10 Jahren ja, ankam und war der Meinung, sie möchte halt das Kopftuch tragen. Und da war es dann halt so, dass eher wir Eltern der Meinung waren, also dass wir sie dafür zu jung finden. Weil, wie gesagt, für mich war es halt wichtig, da ich ja, also der Unterschied ist ja bei mir, ich kann mich halt so schwer in meine Kinder einfühlen, weil sie ja mit der Religion sozusagen geboren sind. Und ich bin ja als späterer Mensch sozusagen aus eigener Überzeugung in die Religion gekommen. Ist für mich halt nochmal anders, als wie wenn man eben da reingeboren ist. Und ich habe halt immer diese Angst, dass die Kinder einfach, weil sie da reingeboren sind, dass sie halt einfach das so als selbstverständlich sehen und das machen wollen. Deswegen war mir halt einfach wichtig und deswegen haben wir damals gesagt mit Miriam zum Beispiel mit 10 halt, nein, du bist halt noch zu jung, du musst erst richtig verstehen, wieso man das macht. Du sollst halt nicht das Kopftuch tragen, ja, weil Mama das Kopftuch trägt, sondern du sollst wissen, wieso, weshalb und aus so eigener Überzeugung. Und das war halt eben, ja, schwer, da den richtigen Zeitpunkt sozusagen zu finden. Aber wir wollten halt einfach nicht, dass sie es überstürzt und deswegen haben wir ihr halt die Zeit gelassen. Und ja, sie hat uns eigentlich jedes Jahr dann so weiter genervt, wo wir dann gemeinsam gesagt haben, also ja, wie fändest du das denn, wenn du das dann direkt irgendwie so als so ein, ja, so ein Neuanfang sozusagen. Also das machen auch ganz viele junge Mädchen so, dass die, also gerade hier so wie gesagt in Berlin ist ja Oberschule, fängt 7. Klasse an, dass viele halt mit dem Gang in die Oberschule zum Beispiel anfangen, das Kopftuch zu tragen, weil das für die immer so ein guter Übergang ist, dann halt von der Grundschule auf die Oberschule. Dann meistens, das ist ja dann eine neue Schule, neue Kinder und dann einfach so dieser Übergang ist halt meistens sehr einfach. Deswegen treffen in diesem Zeitraum die meisten jungen Mädel sozusagen die Entscheidung. Die Pflichten sozusagen, die religiösen Pflichten auszuüben, beginnt mit der Pubertät. Ja, also da fängt es ja an. Wie gesagt, aber mir war einfach dieser Fokus wichtig zu legen, so dieses Bewusstsein, warum man das macht. Und als wir gemerkt haben, all die Jahre, sie lässt nicht locker, sie möchte es, wollten wir natürlich auch ihr das nicht verbieten, denn natürlich hat sie das Recht, auch ihre Religion auszuleben. Gerade ich kann das ja wohl nicht verbieten, wenn ich selber ein Kopftuch trage. Aber der Unterschied, und da war ich selbst als Mutter sehr, ja, ich will nicht sagen erschrocken, aber verwundert, weil das habe ich von mir nicht erwartet. Weil so wie ich den Entschluss gefasst hatte, das Kopftuch zu tragen, war es genauso, war es für mich einfach so, also ich bin eine sehr, sehr starke Person, ich habe eine sehr starke Persönlichkeit. Ich bin halt so, für mich war in dem Moment, als ich das Kopftuch angefangen habe zu tragen, für mich, ich habe sowieso, es war sowieso so, dass ich zum Beispiel zu dem Zeitpunkt gar nicht dran gedacht habe, wie wird die Außenwelt auf mich reagieren, werde ich denn damit arbeiten können, wie erkläre ich das meinen Eltern, ja, also ich habe in dem Moment, war bei mir einfach so, das hat mich alles nicht interessiert, ich wollte es einfach machen, ich habe es dann auch in dem Moment einfach gemacht und musste dann klarkommen mit der Situation zum Beispiel eben meinen Eltern. Ich habe ja wirklich auch eine Weile das vor meinem Vater versteckt. Ich bin wirklich, wenn ich zu meinem Vater zu Besuch gefahren bin, hatte ich eine Kapuze um und habe sie vor der Tür dann die Kapuze runtergemacht. Also ich habe das wirklich sogar eine Weile versteckt. Und deswegen war es für mich halt so,
Ich habe mein Kopftuch so voller Stolz und so getragen und überhaupt so gar nicht so, mir war überhaupt nicht wichtig, was denken andere über mich oder ob ich mit Vorurteilen leben muss oder überhaupt. Ne, ihr müsst mal überlegen, ich bin als Polin, die hier aufgewachsen ist, die mit ja, knapp 6 Jahren hier nach Deutschland gekommen ist, ich habe mich halt nie als Ausländerin gefühlt. Ja, ich war komplett so, also ich hatte nie das Gefühl, eine Ausländerin zu sein. Ja, ich wusste immer, ich bin Polin und so, aber ich war nie mit Ausländerfeindlichkeit konfrontiert, wisst ihr. Und auch in der Zeit dann, wo ich auch mich fürs Kopftuch entschieden habe und so, war, also ich habe nie eigentlich irgendwas erlebt. Ich meine, vielleicht liegt es auch daran, weil wir hier in Berlin sind. Vielleicht liegt es daran, wobei ich wirklich sagen muss, mittlerweile hat sich ja vieles geändert. Also gerade so die letzten Jahre, die letzten 5 bis 10 Jahre hat sich das ja stark auch verändert. Leider Gottes. Ja, und dann als es eben darum ging, dass meine Tochter das Kopftuch tragen wollte, war es für mich halt einfach schwer. Also es war einfach für mich schwer, weil ich habe nicht... So wie ich an mich denke, so, ich kann da Berge versetzen, so, mir ist so Schnuppe auch, wenn einer sagt, ey, alles klar, komm, ist gut, so. Also, so interessiert mich nicht, aber wenn es dann um sein eigenes Kind geht, oh, dann ist Alarmglocken, ne? Als Mutter ist man da, man will sein Kind schützen vor allen schlechten Sachen, man will seine Kinder so gut es geht schützen. Und das habe ich halt nicht erwartet, dass ich dann auf einmal so damit konfrontiert werde, mit dieser Angst um mein Kind, dass ich dann auf einmal mir Gedanken gemacht habe, die ich selber ja eben nicht hatte, zu denken jetzt, oh, okay, wird sie jetzt in der Schule Probleme deswegen haben, wird sie schlechter behandelt, wird sie mit eben Rassismus konfrontiert. All diese Sachen plötzlich kamen dann bei mir als Mutter und ich musste, ja, sehr stark sein und ja, sozusagen hinter meinem Kind und ihrer Entscheidung stehen. Also es war wirklich nicht einfach und ich habe das selbst auch gar nicht so von mir erwartet. Genau, und Mediam hat sich dann, wie gesagt, damit entschieden und sie trägt halt ihren Hijab, seit sie 13 ist. Also sie hat das eigentlich kurz nach ihrem 13. Geburtstag dann angefangen zu tragen. Und ja, genauso ging es dann weiter jetzt mit den anderen 4 restlichen Mädels. Es war, wie gesagt, nie ein Thema, das ich so irgendwie in den Vordergrund gestellt habe. Also ich habe nie ein Thema daraus gemacht. Ne? Die Mädels wissen, ihre Schwester trägt ein Kopftuch, ich trage ein Kopftuch. Ich habe es nie zur Debatte gemacht. Die Kinder wissen auch, warum man es trägt, aber wie gesagt, ich habe halt nie dieses Thema aufgemacht zu sagen, weil ich habe oft die Frage bekommen, so, ja, wann werden denn deine Töchter wann werden denn deine Töchter das Kopftuch tragen? Ja, keine Ahnung, ich habe sie nicht gefragt, weil ich das wirklich nie gemacht habe. Also ich habe sie nie gefragt, so, sag mal, hallo, wann hast du vor, das Kopftuch zu tragen? Sondern ich habe halt wirklich einfach gewartet, wenn sie mit dem Thema ankommt, dann können wir darüber sprechen. Und ja, ich habe halt dann schon vor ein paar Monaten gemerkt, dass es langsam bei denen so das Thema wurde. Da kam schon die eine an zu mir und meinte dann so, ja, sag mal, Mama, wann darf ich denn Kopftuch tragen? Und ich so, naja, ein darf ich gibt es nicht, sondern diese Entscheidung musst du für dich zu deinem richtigen Zeitpunkt treffen, meinte ich dann zu ihr. Und sie hat dann immer wieder so öfters so gefragt, als wenn sie so auf dieses Kommando von mir gewartet hat, so von wegen so, ja, hier, jetzt kannst du tragen. Sondern ich habe halt immer wieder gesagt, diese Entscheidung wirst du treffen, wenn du so weit bist. Und mehr habe ich halt nicht dazu gesagt und ich habe halt schon gemerkt, dass die untereinander so ein bisschen irgendwie so tuscheln und irgendwas so, ja, vorhaben. Ich meine, die sind auch schon so in so einem Alter, wo sie ihre Mutter nicht unbedingt überall einbeziehen. Als wir dann eben im Urlaub waren, war es dann so, dass sie eben auch gerade beim Shopping waren und dann wollten sie Kopftücher und ich dachte so, ja, okay, weil die Kinder gehen ja auch am Wochenende in die Moschee, die haben ja Koranunterricht und sowas und dann, wenn sie in die Moschee gehen, ziehen sie ja auch das Kopftuch an. Deswegen dachte ich, ja, klar, Kopftücher und so, sie brauchen ja auch immer praktische und die hatten so andere, ein bisschen so, die waren so ein bisschen kindlicher und ich dachte, okay, klar, jetzt wollen sie auch ein bisschen Kopftücher weil sie ja ein bisschen erwachsener aussehen. Und ja, dann habe ich halt so gemerkt und dann kam auch schon Mediam, ja, Mama, die wollen Kopftuch tragen und so. Und ich so, ja, okay, alles klar. Und dann habe ich mal so ein bisschen so das Thema so abgewimmelt. Und dann, ja, eines Tages waren die in ihrem Zimmer, haben sich gemeinsam mit Mediam fertig gemacht und dann standen sie auf einmal alle mit Kopftuch vor uns. Und dann war ich auch so, okay, jetzt wie, jetzt alle? Alle? Also so dieses, weil dann plötzlich halt alle 4 das Kopftuch angezogen, das war für mich dann halt so, wo ich so meinte, so okay,
kommt mal mit, Mädels. Wir müssen jetzt mal miteinander sprechen. Ja, und das war der Zeitpunkt, wo ich mich dann mit denen hingesetzt habe und gemeint habe, okay, ich sehe, ihr seid soweit, ihr möchtet das Kopftuch tragen, aber ich finde es halt besonders wichtig, dass halt jede für euch einzeln diese Entscheidung trifft. Das heißt jetzt, nur weil die eine Schwester vielleicht jetzt den Startschuss gibt, heißt es nicht, dass jetzt, ja, dass ihr alle vier jetzt das gleichzeitig machen müsst. Also ich habe dann immer wieder halt denen erklärt, dass es keinen Unterschied macht, ob jetzt eine von euch das Kopftuch trägt oder die andere nicht. Ihr seid genauso gleichwertig und die eine ist jetzt nicht besser als die andere. Also es gibt keinen Unterschied zwischen euch. Das war mir halt ganz wichtig, denen zu erklären. Und die Mädels wissen das auch. Die haben ja auch Cousinen, wo die einen Schwestern das Kopftuch tragen, die andere Schwester trägt nicht das Kopftuch. Also das kennen die Kinder, kennen das alles. Also es ist für die halt nichts Neues. Aber ich habe halt das nicht erwartet, dass sie wirklich diese Entscheidung gemeinsam treffen. So, ich dachte jetzt wirklich so, ja, dann kommt die eine vielleicht an und dann die andere vielleicht eine Zeit später und die andere vielleicht später. Also so habe ich das gedacht. Und ich habe das auch mit mehreren Freundinnen und Bekannten gesprochen, wo die dann selber halt zu mir meinten, nee, Roxana, das kannst du von denen gar nicht erwarten. Die sind ja Sechslinge, also die sind ja Vierlinge, ne, von den Mädels. Dass es ja bei denen so ist, dass wenn sie eine Entscheidung treffen, wenn sie Dinge machen, dann machen sie die gemeinsam. Und das habe ich total vergessen oder einfach nicht dran gedacht. Das ist ja wirklich, also die sind halt einfach so, dass die Dinge eben immer gemeinsam machen wollen, gemeinsam Entscheidungen treffen, gemeinsam Dinge besprechen. Das hatte ich so total aus dem Blick verloren und war dann halt, dachte jetzt so, ja, jetzt sind die so in so einem Gruppenzwang oder so, weil die eine jetzt will und dass sie sich dann auch gezwungen fühlen oder so. Aber nein, die haben das schon Monate im Voraus ja schon irgendwie so geplant, dass sie diese Entscheidung eben gemeinsam treffen. Und ich habe mich halt auch dabei ertappt und eigentlich bin ich überhaupt nicht so. Also ich bin nicht so, die Wert legt auf die Meinung anderer Menschen. Also es ist für mich überhaupt nicht im Fokus, was andere Menschen so über mich denken. Das ist für mich so überhaupt so, ist mir Schnuppe, so ehrlich gesagt. Aber so in dem Moment habe ich mich halt so ertappt gefühlt, weil wir stehen halt hier sozusagen in der Öffentlichkeit. Ich meine, ich teile mein Leben hier in der Öffentlichkeit. Auch wenn man natürlich beachten muss, dass auch wenn ich viel teile, es trotzdem immer Dinge gibt, die privat sind. Dennoch ist das, steht halt im Mittelpunkt. Und dabei habe ich mich halt einfach erwischt, wo ich dachte so, oh ey, wenn jetzt alle vier anfangen, das Kopftuch zu tragen, dann denken alle 100%, wir haben die gezwungen, das Kopftuch zu tragen. Und es war auch so direkt so bei dem ersten Video, weil ich habe ja keine Ankündigung gemacht, weil das war wie gesagt so einfach alles so spontan und eben nicht geplant, dass ich dann einfach, ich habe ja während des Urlaubs ja ganz normal gevloggt und ich habe halt gevloggt und da hatten sie kein Kopftuch und dann auf einmal in der nächsten Aufnahme am nächsten Tag haben sie auf einmal das Kopftuch und ich habe einfach so weitergemacht, wie es einfach ist, ohne was zu sagen, weil ich einfach auch die ganze Zeit die folgenden Tage auch immer wieder den Mädels gesagt habe, ne, also wenn ihr jetzt gerade so Lust habt, es zu tragen, dann ist es ja okay. Aber wenn ihr jetzt sagt, nee, ich will jetzt doch nicht oder so, dann könnt ihr jederzeit natürlich das abnehmen. Das war mir halt ganz wichtig. Deswegen habe ich auch jetzt gar nicht so eine Annonce gemacht. So, ja, meine Töchter tragen jetzt das Kopftuch. Und das ist auch immer noch so. Also die Mädels wissen ganz genau, es ist genauso, wie es deren Entscheidung ist, es zu tragen. Es ist genauso auch deren Entscheidung, es wieder auszuziehen. Also das ist mir da ganz besonders wichtig, dass sie das eben wissen. Und ja, wie gesagt, ich habe mich aber eben dabei ertappt, dass ich diese Gedanken habe, oh, was werden jetzt die Leute denken? Und obwohl mir das eigentlich ja, wie gesagt, egal ist und egal, wie viel ich hier auch erzähle, gibt es immer diese Menschen, die trotzdem sagen, ja, es ist trotzdem so oder so, du lügst, du redest, ne? Also deswegen ist, wie gesagt, ist es mir eigentlich Schnuppe, aber trotzdem war es so dieser Gedanke nach, guck mal, weil genau danach kam genau so ein Kommentar, wo dann nämlich drunter stand, ja, es ist offensichtlich, dass es aufgezwungen ist, weil sonst hätten nicht alle vier sich gleichzeitig bedeckt. Genau, und es war dann so eben genau dieser Punkt. Aber ja, als ich mich dabei erwischt habe, dass ich daran gedacht habe, ach, hätten jetzt nicht alle gleichzeitig das Kopftuch angezogen, dann würde es weniger aussehen wie aufgezwungen, weil die Leute ja immer
ja, davon ausgehen, dass es aufgezwungen ist. Fand ich dann selber ja doof von mir, dass ich überhaupt dran gedacht habe. Deswegen, ja, musste ich erstmal, wie gesagt, erstmal selbst so ein bisschen so das Ganze verarbeiten und verstehen, okay, sie haben wirklich diese Entscheidung gemeinsam getroffen, weil ich, wie gesagt, dann so jeden Tag die immer so zur Seite genommen habe und mit denen nochmal gesprochen und denen nochmal erklärt habe eben, ne, also sie müssen es nicht gleichzeitig machen und sie müssen nicht das Gefühl haben, die eine ist jetzt mehr wert oder ist jetzt besser oder sonst irgendwas, weil sie Kopftuch trägt. Und es ist überhaupt, also generell allgemein, ja, finde ich das total wichtig, dass man nicht denkt, nur weil eine Frau ein Kopftuch trägt, besser ist als eine Frau ohne Kopftuch oder die sich so kleidet oder so. Ich finde generell immer ganz, ganz schlimm, Menschen zu verurteilen, egal für welchen Lebensweg sie sich entscheiden, ob sie sich entscheiden, halbnackt auf der Straße rumzulaufen oder ob sie sich entscheiden, bedeckt zu bekleiden, wie bedeckt sie sich kleiden. Ich finde, das ist jedem Menschen selbst überlassen und es steht uns nicht das Recht, diese Menschen zu verurteilen. Dass es Menschen gibt, dass es auch Mädchen gibt, die auf irgendeine Art zu irgendetwas gezwungen werden, sei es auch zum Beispiel das Kopftuch, das will ich nicht bestreiten. Ich persönlich kenne niemanden aus unserem familiären oder Freunden des Umkreises, irgendein junges Mädchen, das gezwungen wurde, aber ich kann mir vorstellen, dass es natürlich auch gibt. Und das ist aber Zwang, Unterdrückung und Gewalt gegen Frauen, das gibt es überall in jedem Land, in jeder Nationalität, in jeder Religion, also egal aus welcher Religion, ist ganz, ganz wichtig zu betonen, in keiner Religion ist Gewalt erlaubt. In keiner Religion ist Gewalt erlaubt. Dass es sie gibt, Unterdrückung, Gewalt gegen Frauen, gibt es überall. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, aus vielen nicht-muslimischen Familien, wo Gewalt, Unterdrückung gegen Frauen, oft ist es zum Beispiel durch Alkoholismus, oft ist es einfach weitervermittelt worden, leider Gottes, sehr oft als durch falsche Vorbilder, von Generation zu Generation, von Vater zu Sohn, ganz oft eben durch viel Unwissenheit. Ja, oft auch muss man bedenken, dass Kultur auch nochmal einen Unterschied gibt. Bei mir war ganz, ganz wichtig, als ich konvertiert bin, damals zu unterscheiden direkt, was ist denn kulturell bedingt und was ist religiös bedingt. Das war für mich zwei Punkte, die ganz, ganz wichtig waren, gleich zu trennen. Also welche Dinge mache ich denn jetzt, weil es meine Religion vorschreibt und welche Dinge sind denn die eigentlich ja nur, weil sie Tradition sind oder aus dem kulturellen Kreis sind. Das finde ich auch immer ganz wichtig und das ist leider sehr oft, dass sich diese zwei Dinge oft vermischen und dadurch auch sehr viele Vorurteile entstehen. Ja, und es ist halt auch wichtig zu betonen, dass sobald man das Kopftuch trägt, ist es ja nicht so, dass man nur mit Kritik von, sage ich jetzt mal, Nicht-Muslimen klarkommen muss. Ja, es ist ja auch so, dass man auch unter Muslimen, und was halt auch einfach sehr, sehr schade ist, weil wir uns gegenseitig als Geschwister betrachten, alle Muslime sehen sich halt als Schwestern und Brüder, auch leider da, ja, sie miteinander nicht immer schön umgehen, eben weil die dann zum Beispiel sagen, ne, du trägst kein Kopftuch, du bist schlechter, oder du trägst ein Kopftuch, du bist besser, oder andersrum, oder sogar, du trägst das Kopftuch, aber du kleidest dich nicht richtig genug, du machst das nicht richtig genug, also wir sind ja auch dann automatisch, wenn das Kopftuch dann auch für diese Kritik, mit dieser Kritik müssen wir auch umgehen. Es ist halt einfach auch schwer, man möchte ja auch viele Dinge in der Religion ausleben, es ist aber auch, ja, es ist halt unser Kampf aber auch, immer uns zu verbessern und zu versuchen, den richtigen Weg zu gehen. Und wir sind halt auch immer, wie soll ich sagen, das ist immer auf Türkisch gibt es immer das gute Wort, was dann immer schwer aus auf Deutsch übersetzen. Also unser Nefis, unser, ja, man kann das mal so beschreiben, unser innerer Schweinehund, mit dem wir zu kämpfen haben, weil wir wollen unsere Religion so gut wir können ausleben, aber sind dennoch so von der Gesellschaft und von Umwelt so beeinflusst und da wirklich so den richtigen Weg zu finden, ist wirklich oft nicht einfach. Deswegen, ja, finde ich es zum Beispiel traurig, wenn man dann zu hören bekommt, ja, es ist schade, dass deine Töchter sich jetzt nicht frei entfalten können. Und für mich ist dann diese Aussage so komisch zu verstehen, weil, wie gesagt, jeder hat das Recht, so zu leben, wie er oder sie es möchte. Ja, das heißt, wenn ich kann wirklich komplett verstehen, dass man damit
mit dieser Bedeckung nichts anfangen kann. Ich kann das komplett verstehen. Wie gesagt, ich hatte, als ich mit dieser Religion nichts zu tun hatte, ich weiß noch, ich hatte mal in einem Kurs in der Schule, da war ein Mädchen mit Kopftuch. Das hat mich überhaupt gar nicht interessiert. Also mich hat es überhaupt gar nicht interessiert, wer sie ist oder warum sie jetzt ein Kopftuch trägt. So, das war für mich so uninteressant irgendwie. Also ich hatte mir gar keine Meinung damals gemacht, was denn das für eine Person ist und warum, wieso, weshalb sie das denn macht. Was viele einfach nicht verstehen, ist, dass sie denken, jetzt kann man sich nicht frei entfalten, weil man jetzt bedeckt ist. Aber ganz viele verstehen einfach nicht, dass für die meisten Frauen, die sich für das Kopftuch entscheiden, das einfach Freiheit bedeutet. Und wenn wir uns unsere heutige Gesellschaft angucken, ich meine, ihr kriegt doch alles mit. Ne, ihr kriegt doch alles mit. Und wie gesagt, ich will keinen verurteilen, wirklich. Ich weiß, wie es ist, ganz normal aufzuwachsen, ohne dass einem jemand vorschreibt, wie man sich zu kleiden hat und dass das für einen ganz normal ist, sehr freizügig rumzulaufen und so weiter. Ich möchte niemanden verurteilen, aber ich möchte, und was für mich einfach hier in diesem Video so wichtig ist, euch klar zu machen, dass es wirklich Frauen gibt, Mädchen gibt, die sich selbst und wirklich aus freier Überzeugung für dieses Kopftuch entscheiden, nicht nur ihre Religion ausleben zu wollen, sondern dass es auch für uns Freiheit bedeutet, einfach frei zu sein und uns von diesem Idealbild einfach auch zurückzunehmen. Weil wenn ihr euch einfach mal so anguckt jetzt, wir gucken uns mal die aktuelle Situation an, wir haben TikTok, wir haben Instagram, mit was werden unsere jungen Mädchen konfrontiert? Mit Schönheitsidealen, die Frau, ja, wird halt überall zu verschiedenen Zwecken eben ausgenutzt, ihre Schönheit, sagen wir mal, ihre Attraktivität zu Werbezwecken, zu allem. Die Mädels werden konfrontiert, wie man aussehen muss. Man muss so und so eine Figur haben, so und so aussehen, Vorbilder haben, unterschiedliche. Und das ist einfach traurig, weil es so, so viele junge Mädels gibt, die mit ihrem Körper und ihrem Aussehen einfach nicht zufrieden sind, weil ihnen dieses Schönheitsideal vermittelt wird von außerhalb, was, ja, wie die meisten von euch auch sicherlich wissen, einfach nicht der Realität entspricht. Und das ist sehr, sehr schade, dass so viele junge Mädchen, eben diese jungen Mädchen, sich nicht frei entfalten können, weil sie so bombardiert werden von diesem Schönheitsideal, dass man schlank sein muss und dieses wunderschöne, dünne Teil hier, aber weiß ich nicht, runden Po, große Brüste, was auch immer. Das ist traurig und diese Mädchen sind für mich unterdrückt und nicht frei, weil sie so bombardiert werden von diesem Schönheitsideal. Und wenn ich jetzt mir meine Mädels angucke, die jetzt gerade sich super verändern, die sind jetzt mitten in der Pubertät, die haben Wachstumsschub bekommen, es sind jetzt vier Mädels, die sind gleichzeitig geboren, die sehen so unterschiedlich aus, ja, unsere eine ist halt super groß und die andere ist viel, viel kleiner, die sehen gerade aus, als hätten die 2 Jahre Altersunterschied, deren Körper entwickelt sich ganz anders, deren Figuren, man merkt jetzt schon, wie unterschiedlich die werden und so wurden wir Frauen einfach erschaffen. Wir wurden unterschiedlich erschaffen. Die eine Frau hat eben eine schlankere Taille als die andere. Die eine Frau hat einen kleineren Po als die anderen. Die eine Frau hat größere Brüste als die andere. So wurden wir erschaffen. Und so unterschiedlich, wie wir auch sind, sind wir dennoch wunderschön und haben unsere Reize. Und dennoch sind wir für jeden Mann attraktiv. Das ist das, was halt die meisten nicht verstehen, dass wir einfach, wir wollen nicht, dass das im Vordergrund steht. Es soll nicht unser Körper im Vordergrund stehen, sondern einfach unser Charakter und das, was wir im Kopf haben und nicht das, was wir auf dem Kopf haben, weil wir eben so wertvoll sind. Eine Frau ist einfach so, so wertvoll, soll eben nicht unser Körper, unseren Wert, soll ich sagen, mindern oder einfach eben dieses, ja, weil halt, ja, ich meine, ich sehe, wie gesagt, es ist so schwer, das in richtige Worte zu fassen. Ich tue mich da echt so schwer, weil ich will halt auch nichts Falsches sagen und ich will halt auch nicht, dass sich jemand angegriffen fühlt, für den eben es Freiheit bedeutet, das Recht zu haben, weiß ich nicht, eben so freizügig wie möglich rumzulaufen. Und das ist auch in Ordnung. Und wenn du der Meinung bist, du fühlst dich so frei, dann ist es auch super. Keiner hat das Recht, das zu verurteilen, aber wir möchten auch nicht verurteilt werden und möchten auch so akzeptiert werden, dass wir uns aber so frei fühlen, weil wir eben nicht
nicht auf unseren Körper reduziert werden wollen, sondern auf unsere Taten, auf unseren Charakter und das, was wir im Kopf haben und wie wir uns benehmen und woran wir denken und nicht einfach auf unseren Körper reduziert werden wollen. Das ist eigentlich das, was ja die meisten von uns denken und was auch der Grund ist, warum wir das Kopftuch tragen. Und viele verbinden das Kopftuch immer mit Unterdrückung und die arme Frau, und so ist es eben nicht. Wir sind so wertvoll, dass wir eben diesen Wert nicht nach außen für jeden sichtbar machen wollen. Gesundheit! Das ist jetzt auf den Punkt gebracht! Ich wollte unbedingt, dass Miriam auch mit ins Video kommt und so ein bisschen ihre Sichtweise erzählt, aber wie ihr sie kennt. Und das gute Recht hat sie auch, dass sie natürlich immer selbst entscheidet, wie und wie oft und wie viel sie sich hier zeigen möchte. Und das gilt natürlich für alle. Klar, Mama zeigt sich gern vor der Kamera, redet gern in die Kamera, aber ihr wisst, wie ich das so halte. Der gefilmt werden möchte, der wird gefilmt. Wer nicht und keine Lust hat, der wird es nicht. So viel dazu. Vielleicht haben ja irgendwann mal auch die anderen Mädels Lust, sich darüber zu unterhalten, und wir machen mal so einen gemeinsamen Talk. Das finde ich ja toll. Wir hatten ja vor einer Woche oder so, war auch so schön. Da waren Mediums Freundin hier bei uns und ein... Cousine, Entschuldigung. Ja, Cousine, 4., 5., 6. Grades. Okay, auf jeden Fall, ja, junge Mädels. Die eine ist sogar älter wie Miriam, die andere ist auch noch jünger. Und dann war in der Gruppe auch noch ein deutschstämmiges Mädchen, was vor einem Jahr zum Islam konvertiert ist. Und es war einfach so eine schöne Talkrunde. Und es ist einfach immer wieder schön zu sehen. Deswegen appelliere ich immer an Menschen, unterhaltet euch mit anderen Menschen. Lasst euch nicht immer von Vorurteilen, dass ihr, wenn ihr irgendwas hört, zu meinen, dass das gilt für alle oder dass das stimmt. Unterhaltet euch mit Menschen. Das finde ich immer so schön. Ich fand das so schön, mich mit den jungen Mädels zu unterhalten und so deren Sichtweise so in der Jugend zu sehen. Und wie gesagt, die eine, die hat sich sogar auch mit 10 dafür entschieden, das Kopftuch zu tragen, und wie sie heute mit 18 das Ganze sieht und darüber denkt, und dass sie das auch ihre Entscheidung von damals nicht bereut, und mit was sie alles so in der Schulzeit konfrontiert waren. Das ist ist schön zu sehen und immer wieder zu erkennen, und auch gerade wenn ich so konvertierte Mädels oder Frauen treffe, und ich bin so dankbar, dass ich dadurch auch die Möglichkeit habe, mich mit vielen Frauen auszutauschen, mit vielen Frauen zu sprechen. Und es sind so viele Frauen, die sich bei mir melden, zum Beispiel über Instagram, die gerne das Kopftuch tragen wollen und Angst haben vor der Reaktion ihrer Familie. Oder es gibt auch zum Beispiel Männer, die auch ihre Ehemänner, es gibt auch Ehemänner, die zum Beispiel nicht wollen, dass die Frau das Kopftuch trägt, obwohl sie es tragen möchte. Ja, das ist einfach immer wieder interessant, verschiedene Menschen kennenzulernen, verschiedene Ansichten sich anzuhören. Deswegen bin ich immer dafür, so haut alles raus in den Kommentaren. Mich interessiert das total, wie ihr so denkt, so... Was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare, aber seid einfach offen, seid neugierig, fragt, sprecht miteinander, seid nett miteinander. Wisst ihr auch, wenn man zum Beispiel, ich rede auch hier zum Beispiel zu anderen jetzt muslimischen Mädels, die Kopftuch tragen, die sich dafür entscheiden, auch wenn euch einer böse kommt, euch böse anguckt oder euch was Böses sagt, entgegnet dem trotzdem mit einem Lächeln, trotzdem mit Freundlichkeit. Denkt immer daran, dass diese Person wahrscheinlich einfach nur unwissend ist, und wenn ihr der Person mit einem Lächeln entgegenkommt, dann schaut mal vielleicht, wie da die Reaktion ist. Denn jeder Mensch, wie gesagt, ich habe selber auch meine Vorurteile früher gehabt, und deswegen kann ich das immer so ein bisschen nachvollziehen. Und jeder Mensch ändert sich, entwickelt sich, verändert sich, lernt dazu. Deswegen sollten wir da alle so ein bisschen offener sein. Und ja, wenn man miteinander einfach jeder mit jedem nett umgehen würde, dann glaubt mir, dann wäre die Welt viel, viel besser. Aber nun gut, jetzt ist mein Hals ganz trocken. Ich hoffe, ich habe so gut ich konnte jetzt alles mit reingepackt, was ich sagen wollte. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr konntet so einen kleinen persönlichen Eindruck aus, ja, unserer Sichtweise sehen, und mich würde das auch total interessieren. Ich würde auch gerne mal so eine Reihe sehen, wo man verschiedene Frauen aus verschiedenen Blickwinkeln mal sieht, eben egal aus welchem Kulturkreis, aus welchem Land, aus welcher Religion,
so mit solchen Themen so einfach mal so zu quatschen. Ich finde sowas immer total interessant. Deswegen lasst uns auf jeden Fall in den Kommentaren weiter austauschen. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.